So, hallo liebe, meine lieben Freunde, hier ist wieder Dr. Huse. Letztes Mal habe ich euch versprochen, wir reden darüber, wie man sich die Alien vorstellen muss als Wesen, die mehrheitlich im Wasser leben. Darüber werden wir aber ein andermal sprechen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Krise werde ich Ihnen etwas über die Aliens im Zusammenhang vielleicht mit diesem Coronavirus erzählen. Ich habe hier wieder mal den Nostradamus hervorgeholt und lese ein bisschen darin. Einige Leute haben mich gefragt, ist das möglich, dass Gott quasi uns prüft und uns diesen Virus geschickt hat, um uns vielleicht zu bestrafen, weil wir zu wenig gut waren. Ich würde sagen, nein, das ist eher nicht der Fall. Gott lässt die Erde drehen, ist gut und böse vielleicht zugleich oder wie auch immer. Und es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jeder weiß das aus seinem eigenen Leben. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt als irgendeine Gottesstrafe betrachten sollte. Aber das macht natürlich jeder selber, wie er es für richtig findet. Die zweite Frage aber ist vielleicht interessanter im Moment für uns oder für mich. Ich wurde gefragt, ist es möglich, dass die Aliens uns diesen Virus geschickt haben? Das klingt interessant, ich würde aber auch da sagen, eher nein, weil wenn die Aliens das uns geschickt hätten, es wäre ja einfach für sie zu machen. Es könnte noch so aussehen danach, denn sie könnten so eine kleine Box irgendwie auf die Erde schicken, die man kaum sieht. Vielleicht so groß wie eine Fliege oder noch kleiner mit diesen Viren drin, die sich dann verbreiten und sie könnten sich dann zurück zu ihrem Lagrange-Punkt bewegen. Sie erinnern sich und abwarten, bis das Werk getan ist. Ich würde aber sagen, nein, das ist auch nicht der Fall, weil die Aliens, wenn die das tun würden, dann würden sie die Arbeit ganz machen. Dann würden sie vielleicht Ebola oder noch was Schlimmeres schicken, dass das Ganze in 2 oder 3 Monaten spätestens über die Bühne ist. Aber die Alien haben gar kein Interesse daran. Die Alien wollen uns erhalten, brauchen uns, wie ich ja schon erwähnt habe. Was brauchen die Aliens? Sie können ja hier wahrscheinlich nicht ohne weiteres leben, andere Schwerkraft oder was auch immer. So brauchen sie uns irgendwie, um Kombinationen zu machen für ihre Nachkommen. Also sind sie darauf angewiesen. Also es ist wohl eine ganz natürliche Sache mit diesem Alien, mit diesem Virus, den wir ganz einfach ausstehen müssen. Und deshalb würde ich nicht sagen, ob das zutrifft. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, im Nostradamus da gelesen. Ich habe aber nichts dergleichen gefunden, dass man daraus schließen könnte. Das ist also Nostradamus hin oder her eher nicht der Fall. Jetzt würde ich sagen, hier bin ich im Büro des Studios, das nächste Mal hoffentlich wieder in meinem Haus in der Toskana. Haltet euch den Kopf hoch, haltet euch gesund und bleibt zu Hause. Es kommt auch wieder bessere Zeiten und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und gute Zeit. Das war euer Dr. Huse. Bye-bye.